auf der linken Seite, der seit 170 Jahren ungeschlagene Champion. Die Emission. Dahinter der Großunternehmer und Veranstalter des Kampfes, auch bekannt unter dem Namen der Boss. Daneben seine Klimabeauftragte Vera. Auf der anderen Seite die seit vielen Jahren ersten ernstzunehmenden Herausforderer. In Blau die Kompensation, in Grün die Reduktion. Sie scheint nachdenklich. Sie schätzt ihre Gewinnchancen anscheinend nicht sehr hoch. Trotzdem rafft sie sich auf und das Publikum feuert sie an. Sie stehen hinter ihr. Runde 1 kann beginnen. Und die Emission kommt mit dem ersten Schlag. Die Reduktion taumelt, sie wehrt sich nur schwach. Wir sehen gar keine Körperspannung. Sie lässt sich zurückdrängen und... Klimaneutral bedeutet, keine Auswirkungen auf das Klima zu haben. Das heißt vor allem, keine Treibhausgase zu emittieren. Unternehmen haben oft sehr erfolgreiche Businessmodelle, die sie bis jetzt gut getragen haben und die sie auch ungern verlassen. Das ist vielleicht eine ähnliche Bequemlichkeit, wie wir sie auch in unserem Verhalten empfinden. Die Reduktion muss hier hart einstecken. Die Emission kommt mit einem Kick und einem weiteren Kick. Die Klimabeauftragte ist sichtlich enttäuscht. Ah, das scheint dem Boss gar nicht zu gefallen. Was für ein Gegenschlag. Die Reduktion darf jetzt nicht aufgeben. Können zumindest wir, die Konsumenten des Kampfes, etwas tun? Ja, und die Menge tobt. Sie fasst neuen Mut. Was für ein Comeback. Die Emission ist in der Defensive. Ein massiver Stoß. Vera springt auf. Der Boss lässt das nicht zu. Reduktion prescht nach vorne. Sie drängt ihn in die Ecke. Und das ist das Ende des Duells. Wir haben einen Knockout. Der Boss rastet aus. Die Enttäuschung wiegt schwer. Das Publikum konnte wenig ausrichten. Ist die Schlacht um die Klimaneutralität schon verloren? Oder gibt es noch Hoffnung? Kompensation, wenn Sie in Carbon Removal, also Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre besteht, ist okay. Aber Kompensation kann durchaus auch gefährlich werden, weil Konsumenten fehlgeleitet werden können in der Annahme, dass sie ein klimaneutrales Produkt kaufen, während die Kompensation zweifelhaft ist. Moment. Wir werden Zeuge einer Bestechungsszene. Was hier weg vom Publikum, neben fahlen Wänden in einem Hinterzimmer passiert? Der Herr Großunternehmer hat anscheinend Angst bekommen. Und versucht sich den Sieg durch Bestechung der Kompensation zu erkaufen. Das ist kein reiner Kampf mehr. Vera versucht, die Situation zu retten. Erfolglos. Kaum beginnt die Runde, schon gewinnt die Emission überhand. Die Kompensation lässt sich zurückdrängen. Wir sehen nahezu keine Gegner. Verlieren, meine Damen und Herren, ist ein lukratives Geschäft. Weitere Schläge von Seiten des Champions machen die Situation nicht besser. Es ist ein vernichtendes Urteil für alle, die sich für den Schutz unserer Umwelt einsetzen. Die Treibhausemissionen schreiten unaufhaltsam voran. Das ist eine klare Niederlage. Wenn jetzt nicht etwas passiert, ist es vorbei. Halt, es reicht! Der Kampf ist gekauft, wieso tut niemand was dagegen? Fräulein, auf wessen Seite stehst du hier eigentlich? Seit 170 Jahren profitierst du davon, dass die Emission unkontrolliert ist. So kann das nicht weitergehen. Was denkst du eigentlich, wer du bist und wie dein Gehalt hier bezahlt wird? Was glaubst du denn, wie viel dich das kostet, jedes Jahr die Kompensation zu bestechen? Unterstütz doch gleich die Richtigen. Schämst du dich denn nicht? Es geht hier nicht um dich. Kämpf doch mit ihr. Damit spricht Vera einen wichtigen Punkt an. Firmen können durch umweltfreundliche Maßnahmen nicht nur Markt- und Marketingvorteile erzielen, sondern auch besser qualifizierte Arbeitskräfte einstellen. Sie sind zudem besser gerüstet für kommende Herausforderungen. Und jetzt zurück zum Kampf. Die Kompensation und Reduktion verbünden sich. Sie werfen sich gemeinsam in den Ring. Was für eine Wendung! Das ist ein bedeutender Moment für unsere Zukunft. Die Konsumenten jubeln. Auf der anderen Seite hingegen herrscht Verärgerung. Die Emission ist zahlenmäßig unterlegen. Doch selbst der Boss kann und will nichts dagegen tun. Alle Akteure in einem Unternehmen und auch in der Gesellschaft müssen an einem Strang ziehen. Unternehmen sollten alles daran setzen, ihre Emissionen schnellstmöglich Richtung Null zu reduzieren. Die Geschäftsführung muss seine Geschäftsstrategie daran ausrichten. Die Wissenschaft
verlangt, dass wir 90% unserer Emissionen reduzieren und die restlichen maximal 10% kompensieren. Die Emission ist sichtlich überfordert. Wer da tobt? Die Konsumenten sind außer sich. Ja. Und im Chor feuern sie ihre Favoriten an. Eine halbherzige Aktion der Emission. Unser Duo setzt an. Ein gemeinsamer Kick. Und die Emission fällt. Ist das das Ende? Unglaublich. Die beiden haben das Blatt gewendet. Ein verdienter Sieg. Die Klimabeauftragte jubelt. Sie umarmen sich. Und das sind strahlende Gesichter. Wir haben einen Sieger. Das Publikum ist in Ekstase. Die emotionale Achterbahn hat ein Ende. Der Boss hat einen Sinneswandel durchgemacht und gratuliert den beiden Siegern dieses Duells. So, meine Damen und Herren, sehen Gewinner aus. Das ist ein Meilenstein im Kampf um die Neutralität. Ein gutes Emissionsreduktionsziel für ein Unternehmen bis 2030 ist, Klimaneutralität bis dahin erreicht zu haben.